leid. Aber das musste eben raus. So, jetzt gehen wir nochmal. Au! Nochmal komplett. Kopf mal den Plan durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Danke fürs Herz. Ich weiß schon, warum ich dieses Vieh hasse. Also nicht jetzt hier das Hüpfvieh, sondern das andere. Wow. Aha. Braucht also den großen Schlüssel dafür. Okay, gut zu wissen. Jetzt komme ich auch wenigstens mal wieder weiter. Sehr schön. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Komm mal her. Ich hab was für dich. Oh, komm her. Komm, komm. Energie. Lecker, lecker, lecker. Energie. Ob das so gut war? Was zum Geier seid ihr? Im Ernst? Was zum Geier seid ihr? Ach du heilige Scheiße. Das war dumm. Ich gebe zu, das sah jetzt dumm von mir, was ich gerade eben getan habe. Das sah echt dumm. Ich bleib mal lieber noch kurz bei Sicherheit. Ich möchte aber erst, bevor ich gleich da oben reingehe, möchte ich erstmal rechts rein. Was zum Verdammten. Was zum Geier sind diese Viecher? Im Ernst. Haha. Ich hab mir doch gedacht, dass da irgendwas faul ist. Sehr schön. Nur da, wo er zuschlagen soll, tut das nicht. Schön. Wow. Dann war ein ganzer Haufen voller. Tja. Und tschüss, ich bin weg. Oh, sehr schön. Dunkelheit lässt grüßen. Sehr schön. Den nehme ich mal vorsichtshalber mit für den Fall der Fälle. Deswegen nämlich. Ich habe nämlich geahnt, dass das passieren würde. Weiß ja nie. Herzen sind einfach genial. Ja, eine Bombe? Brauche ich eine Bombe? Oh, 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 oh. Ah. Oh, oh, oh. Alter, was ist denn der eigentliche Ausgang? Kann mir das mal jemand sagen? Und nein, ich meine das jetzt nicht im wortwörtlichen Sinne, dass ihr mir das sagen sollt. Aber... Au. Aber ich weiß jetzt im Moment gerade echt nicht mehr, wo das war. Ja, natürlich. Da hoch. Stimmt.
irgendwie klar, dass mich das Ding treffen würde. Ah, so, jetzt habe ich das gefunden, was ich wollte. Sehr schön. So, dafür brauchen wir jetzt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, den hier. Aber geklappt hat, sehr schön. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Schon. Oder ist es jetzt eher so ein Schalter, so nach dem Motto, ich brauche nur einmal getroffen werden und bleibt er noch auf? Ich meine, das kann natürlich auch sein. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. So. Ah, geschafft. Oh, das wird jetzt sehr schön. Wow, 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 wow. War knapp. Das war knapp. Au. Hab ich gesagt, du solltest auch runter? Nein. Au. Ich hasse diese Kugeln. So. Zack. Schlüssel. Das sieht mir überhaupt nicht verdächtig aus. Interessieren. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ich gucke mich da nur noch einmal um. Ja, ihr kommt gerade so gelegen, ihr Feen. Es war gerade ganz gut, dass ich da reingegangen bin. Allein schon aus dem Grunde wegen den Feen, weil die konnte ich jetzt gerade ehrlich gesagt für meine Herzverhältnisse gerade ganz gut gebrauchen. So. Daher. Das war jetzt gerade echt ein Segen. So, jetzt gehen wir da erstmal wieder zurück. Tschüss. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, was ich da eben gerade fabriziert habe. Natürlich lässt er sich treffen. So. Problem gelöst. Und dich nehme ich gerne auch gleich noch ins Visier, weil du gibst mir gerade das. Ey! Komm her! Toll, wegen dem Scheiß habe ich fast keine Magie mehr. Mann. Na
Sonderklasse. Oh ja! Oh ja, Magie! Magische Energie, die gerade gut gebrauchen kann. Hey Dude, komm mal her! Komm her! Was? Ich sage, komm her, Mann, ich komm her und ich hau ab, du Feigling. Ich möchte dich da auch noch loswerden. Hier noch sonst irgendetwas, was ich holen sollte, hätte, müsste, whatever. Warum magische Energie nehme ich gerne? Ist hier sonst noch irgendwas, was ich brauchen kann? Die Karte wollte ich doch gar nicht. Warum denn? Dich möchte ich aber schon noch mitnehmen. Und da, wo ich nicht hin wollte. Also es muss an der Stelle sein, wo die Truhe war. Wisst ihr was? Wir werden beim nächsten Mal uns darum kümmern und werden nochmal direkt zurückgehen. Und dann werden wir beim nächsten Mal nochmal genau uns den Raum anschauen. Weil ich will hier nicht rausgehen, also beziehungsweise ich will nicht gegen den Boss kämpfen, bevor ich nicht alle Räume überprüft habe. Von daher, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir wie immer natürlich, wenn ihr wollt, einen Daumen hoch geben. Natürlich auch, wenn ihr wollt, abonnieren, nicht vergessen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann nochmal den Raum nochmal ansehen, da wo wir noch nicht gewesen sind. Und, ja, dann wollen wir mal sehen, was uns dort erwartet. Ich kann aber für euch noch Folgendes sagen. Bis dahin, ciao, ciao, euer The Life Force alias T-Life und natürlich auch ciao, ciao.